Kai, die stärkste Morph-Axt, ja, ist ja echt das fatales Ende. Vom rohen Angriffsschaden. Und der Premium-Schenkelklopfer, also der Hammer. Diese fette Keule. Ja, die ist Fleischkeule. Die hat über 200 Angriffspunkte mehr. Ja, auch auf der Jagd muss man mal was essen. Aber wenn du halt die Keule isst, dann geht halt die Angriffskraft verloren, weil dann geht er halt an Masse verloren. Das, ne? Geht sie nicht. Sie. Und außerdem ist das eine andere, sind das andere Werte, weil das ja immer noch ein Hammer ist. Sir Kai. Sie sehen das schon wieder ganz falsch. Sehen Sie das mal so. Wenn Sie auf etwas Weiches draufschlagen, ja? Dann tut es nicht weh. Fleisch ist weich, so knusprig ist die Haut nicht. Ich habe davon schon mal probiert. Aber wenn man das dann runter isst, kommt der Knochen zum Vorschein. Und der ist hart. Und der ist etwas leichter. Das heißt, damit kann man döller zuhauen. Das tut dementsprechend auch, weil wir die Angriffskraft steigen dadurch. Wissen Sie, müssen mal ein bisschen mehr out of the box denken. Ja, da haben Sie natürlich recht. Natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht. Ach, Professor. Stellen Sie mich in Frage? Ja. Wieso? Wieso nun schon wieder? Wieso tue ich mir das eigentlich? Look over the Tellerrand. That's what I'm saying all the time. Wie gefällt Ihnen mein Laborkittel? Sehr frostig. Ich weiß. Ich bin gerade in einen Schneehaufen gefallen. Weil ich über diese Steine dort gestolpert bin. Sehr unprofessionell. Ich bin Professor. Ich bin immer professionell. Wenn das so weitergeht, sollte ich mir neue Labor... Was denken Sie passiert, wenn ich auf diese Pflanze trete? Ja, Sie sind ein richtig schlechter Praktikant. Stehen Sie auf. Aufstehen. Aufstehen. Aua, aua, aua. Stehen Sie auf. Kommen Sie zu mir. Ich muss Ihnen was zeigen. Was glauben Sie, was passiert, wenn man auf diese Pflanze tritt? Sind Sie nun vergiftet? Das stand im Lehrbuch, was ich Ihnen gestern gegeben habe. Ich sehe Dinge! Es stand im Lehrbuch, was ich Ihnen gestern gegeben habe. Sie sind wirklich... ein Besonderer. Und kommen Sie her, was glauben Sie passiert, wenn man an diesen Frosch hier tritt? Ich will nicht mehr machen, was Sie sagen. Sie machen jetzt, was ich sage. Treten Sie diesen Frosch hier an. Praktikant! Oder den da, der geht auch. Oha, Sie haben einmal etwas gelernt. Yeah. Oh nein. Ja, oh. Ich habe mich selber befreit, indem ich hier diese Wespen angelockt habe. Diese. Sehr gute Taktik. Und zwar habe ich nochmal ganz schnell gepinkelt. Hinter Ihnen. Ich habe ihn eingeschläfert. Das ist ja hervorragend, Professor. Ich weiß. Wie nennen wir diese Fischart hier unter dem Eis? Diese eingefrorene, prähistorische? Habe ich Ihnen auch beigebracht. Hä? Guavana. Fast richtig, fast nicht lassen. Ha ha ha.